Was geht's, liebe Leute? Hier ist euer Crush49 zurück bei Let's Play Kingdom Hearts 3. Bevor wir weitermachen bei der Suche nach nach den restlichen Freunden von Woody und Buzz, welche entführt worden sind in Galaxy Toys, habe ich erstmals noch ein paar neue Einstellungen geändert offscreen, und zum einen habe ich jetzt nämlich eine neue Technik drauf, und zwar wo ist es denn? Da war irgendeine Rapid-Hieb. Greift mit einer dreifachen Schlagserie an beim Combo-Abschluss. Ja, habe ich jetzt mal den Rapid-Hieb drauf. Weil ich habe mir nämlich jetzt bei der Ausrüstung auch etwas verändert. So, wo ist sie denn? Ausrüstung, ja. Weil Sora trägt jetzt den Expertenring, damit bekommt er gleich 20 Ability-Punkte, und ich denke, der hat am ersten nötig. Donald habe ich hingegen jetzt den Fertigkeitenring gegeben, damit er auch mehr AP hat, und Goofy trägt jetzt den Gourmet-Ring, um auch mehr AP zu haben und damit auch Zugriff auf mehr Fähigkeiten zu erlangen. Und bei Einstellungen habe ich noch zusätzlich die Charaktere so eingestellt, dass sie Gnadenstoß verpassen, sprich, dass sie sich auf den Gegner stürzen und erst nachlassen, wenn der Gegner erledigt ist. Und auch auf Aserrant und Band, wo sie Fertigkeit nach Belieben einsetzen. Und Sora halten sie nur im Notfall, weil ich glaube, im Notfall heißt er wirklich, dass wenn der rote Bereich bereits angelangt ist. Also wenn ich bereits im roten Bereich angelangt bin. Na gut, und jetzt wird es Zeit. Wir sind ja hier in einem Spielzeugladen, wo wir etwas suchen sollten, das Geräusche macht. Und ja, da bin ich schon mehrmals dran vorbeigekommen, aber das ist hier nämlich. Ups, da muss ich erstmal nach oben gelangen. An der Stelle, das ist mir nicht gerade aufgefallen, da ist ein ein Plattenspieler. Und ja, die machen natürlich auch Geräusche, also checken wir den mal aus, ne? Ist das jetzt? Ja, das lässt sich herausfinden. Oh! Genauso wie in Toy Story 2. You've never used a record player? Huh? Like this. Whoa! It's working! Wait, did that sound off to you? Huh? Hey! Sora! There's some kind of strange noise coming from the orchestra! Got it! Woody, you keep the record going. Whoa, 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 whoa! Ich sehe es auch schon hier. Diese... Ja. Something seems to be stuck in this tuba. I'll get it out. Almost got it. There! Corporal! You all right, son? Yes, sir. That's the soldier Sarge lost contact with. So, you found Ham? Yes, but while I was radioing in, a giant hand grabbed me, and it stuffed me in there. They must have taken Ham to another location. We have to hurry. Wait, Corporal. You're not fit for action. But, Sarge... Your tour is over, son. And it's all right.
Our trusted allies will take over. I will move the corporal to a safer location. Good luck, gentlemen. Huh? Hey! What is going on? Oh, right! Woody! Mission complete! Why didn't you tell me a little sooner? Sorry, there's no time to rest. Ham needs us. Aber Woody, und ja, das war ein Tuba-Spieler, sorry. Ich wusste jetzt nicht auf Anhieb, was für ein Instrument das war. Aber da steckt ja tatsächlich ein Spielzeugsoldat drin. Also wir müssen woanders weitersuchen. Und wir können tatsächlich die Musik weiter abspielen lassen. Bringt das irgendwas, wenn ich das mache? Ich meine, das klingt auch nach einer Kingdom Hearts-Theme gerade. Oder generell nach einer Kingdom Hearts-Mucke. Ich glaube, das war schon seit dem ersten Teil. Nein, Moment, ich glaube, das war vom zweiten? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, im zweiten Teil. Könnte mich natürlich auch irren. Aber sowas gab es auch schon in Toy Story 2, wo sie da auf dem Plattenspieler rumgelaufen sind. Ich sehe es gerade. Das Puppenhaus bewegt sich. Wo sie rumgealbert haben. Oh, ein Plattenspieler. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt langsam. Ungefähr so. Aber okay. Was hat das jetzt mit dem Puppenhaus auf sich? Check mal das mal aus. Talk about cabin fever. Thanks for the save. You okay, Ham? Yeah, aside from being locked in, the accommodations were fine. What a tiny little house. Whoa! Who is... What's wrong? She's back! That's the doll that Vic fed me. Ham, take cover. Copy that. One stay in the dread breakfast was enough for me. Not another possessed toy. Guys, look alive. Oh Gott, wie sieht die denn aus? What the hell? Ja, die hat mich jetzt auch gerade geschockt in der Cutscene. Bin ich froh, dass ich die Cutscene dieses Mal nicht dazwischen rede normalerweise, aber wow. Die geht auch ganz schön ab hier. Okay, Zeit für die Magieform. Und jetzt sehen wir uns mal die Combo an. What the hell? Wir stampfen da noch zusätzlich. Na warte, Raketenpower! Jetzt geht's hier! Angriff auf die Puppe! Und ich habe auch das Autofinale jetzt mal eingestellt. Damit können wir automatisch Finalattacken einsetzen. Aber Alter, die Puppe sieht gruselig aus, ey. Ah! Ich brauche Heilung. Donald, wie wär's? Oder dann mache ich es halt selber. Alter Schwede, wenn die sogar diese Schweine herumstampfen, das ist nicht gut. Das ist diese blöde Marionette. Diese Puppe hier besessen. Ich brauche Flow Motion. Okay, Raketenangriff wieder mal.
Komm her, du. Wo ist denn die Puppe? Da ist sie. Bewegt sich aber jetzt ganz schön oft rum. Aber gut, die Rakete zielt auf sie. Das ist nice. Alter Schwede. Gut, ich habe wieder Magie. Ich sollte das auch mal einsetzen. So. So, nicht schlecht. Da ist schon mal einer weg. Alter Schwede. Okay, Heilung. Sollte mal... Naja, Magie kann ich jetzt gerade nicht einsetzen. Da wäre es mein Schlüsselschwert auf Magie ausgelegt. Ich glaube, ich wechsle mal. Zeit für das Heldenschlüsselschwert mit der höchsten Angriffskraft hier. Boah, die ist echt lästig. Na schön. Zeit für die super Schildform. Wo ist sie? Komm her. Ah, jetzt ist sie hinter mir gelandet. Aber wir haben sie fast nur noch eine Energieleiste. Boah, mit den. Mit dieser Form mache ich echt ganz schön viel Schaden. Auch dazu kann ich wirklich in die Ferne angreifen hier. Die Form ist wirklich bislang die geilste. So. Jetzt mal Blitzangriffe hier. Und das wär's, sie ist down. Sportsfreund haben wir bekommen. Jetzt komm höher springen. Wait. Mm-hmm. What if we end up just like her? Forgetting ourselves and attacking each other. No way, Buzz. That won't happen. No way! You guys are too strong. You can't be sure. What if I get taken over, then attack you? Buzz, you're overthinking it. Yeah. The Heartless, the darkness, can only creep in when our hearts falter. Trust me, you'll be fine if you don't lose heart. Well, that's good. Because I know you, Buzz. You'll never lose heart when it comes to your friends. True enough, cowboy. Sorry to have worried you all. No problem. Now, let's go find the others. A flying saucer! I think I know who that might lead us to. Come on, guys! Hey, Woody. I just slow you down with all the loose change I'm carrying. I'll hang by the entrance. No problem. Be safe, Ham. Yeah. Hey, thanks, buddy. You just take care of your old self. Now, let's follow that UFO. Right! Okay, den UFO gilt es jetzt zu folgen. Alter, ich bin hier glaube überhaupt nicht geheilt und hier könnten jederzeit jetzt Herzlose auftauchen. Oh oh, wo wir gerade davon reden. Noch dazu ist es einer von denen. Lieber weg von dem erstmals. Ich brauche einen anderen Kampfroboter dafür. Aber ich glaube, in dem Stockwerk gibt es keinen, oder? Der verfolgt uns, ne? Ja. Okay, jetzt ist er weg. Ich bräuchte wirklich dringend so einen Spielzeugroboter, so einen eigenen Kampfroboter. They have come for us. The mystic portal awaits. Oh no! Wait! Stop! Farewell! It's getting away! Don't go!
Oh. Ja, okay. Dann nichts lieber als das. Wo ist es? Sollte er es nicht entkommen lassen. Wo ist es denn jetzt? Ich muss mich beeilen. Wo ist es denn? Da oben. Oh, gut gemacht. Ach, was soll ich denn hier noch? Oh, schickt sogar Blitze. Och nö, kommt sogar noch ein Roboter hinzu. Muss ich das UFO schnell besiegen? Jetzt entkommt es mir wieder und schickt gleich den nächsten Kampfroboter. Ich brauche selber so einen Roboanzug. Ich sollte mich auch genau umgucken nachher hier drin. Ja, ich muss aber muss ich mal die andere Form annehmen. Aua. Ah. So, jetzt aber, come on. Kann ich auch das UFO unterwegs treffen, wenn ich will. Aua, aua, aua. Okay. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Das UFO ist eh schon fast down. So, jetzt mal richtig hier angreifen. Oh ja, das hat den von den Füßen gehauen. So, jetzt aber! Zeit, den Roboter zu übernehmen! Oder das hier zu machen. So! Jetzt aber! Jetzt geht's los! So. Wo ist er? Okay. Jetzt mal den Roboter übernehmen. Das sieht mir schon ein bisschen besser aus. Und das wäre ein Schuss, Gott greift und das wird. Und wir lernen endlich Blitz. Nice. We are back. Our ship is no more. Nirvana will not be reached. Sorry I trashed your ride. Fear not. We still have our new home. The Chamber of Andy. They're right. This isn't where we belong. We've been in this toy store long enough. It's time for us to go home to Andy's room. But Xehanort told us that room isn't even his real room. Can you prove that any of that nonsense is true? Oh. And even if that Andy's room is fake, it doesn't mean he's not somewhere in this world with us. I'm going home to wait for him. No more debate. You with me, Woody? You're right, Buzz. Now that we're all accounted for, we should meet up at the entrance and go home. Okay.
We could have used friends like you for the final showdown. But Organization 13's our problem to solve. Yeah, I can take them. I'm not so sure about that. Guys, can we see you off? That would be great. Da kommt bestimmt noch ein Bosskampf davor. Ich glaube, diese Puppen. Diese. Ja. Puppen. Lady. Wap. Woo! War garantiert noch nicht der Boss hier. Und dann muss ich. Ich habe da, glaube ich, was gesehen. Ja! Okay, dann kommen wir ein bisschen weiter. Könnten noch andere Schätze sich trommeln. Bevor wir hier weitermachen. Spielzeugblöcke. Also Bauklötze sind das im großen Ganzen. Also übersetzt heißen sie natürlich Bauklötze. Ich muss auch die Augen offen nach Glückssymbolen halten. Wer weiß, ob man da nicht zufällig ein. Oh! Oder das hier. Hinter Bauklötzen versteckt. Oh, ein neuer Ausrüstungsgegenstand. Abisskette. Oder Abaskette. Erhöht die Abwehr grünfähig und resistent außer Dunkelresistenz. Ja, nur her damit. Dafür bekommt dann Donald den Schildgürtel. So. Das passt doch. So, gucken wir noch weiter hier. Da hat doch was geglitzert. Achso. Das ist nur ein Fenster. Okay, da ist jetzt nichts mehr. Okay, hier sind noch die Kassen. Da bekommt man auch immer ein bisschen Kohle raus, zusätzlich. Ja, wir plündern die Kasse hier. Und die ist auch nicht gerade voll. Die Umsätze sind anscheinend nicht gut hier. Und das, obwohl der Laden so einen guten Ruf haben sollte. Oder besser gesagt, das Einkaufszentrum. Weil das ist ja nicht bloß ein einziger Laden hier. Was ist das? Okay, das hat nichts zu bedeuten. Diese Dinger sehe ich auch immer überall auf den Böden, aber ich kann mir nie einen Reim daraus machen, wofür die sind. Das sind sozusagen Kanäle? So Mini-Kanaldeckel? Oder was soll das? Naja, was auch immer. Ja, kleine Spielzeugautos für die ganz kleinen. Auch eine lustige Angelegenheit. Ja gut, wir haben uns hier schon Bonnist umgeguckt. Jetzt wird es Zeit, dass wir erstmal hier weitermachen. Ah, da ist der Speicherplatz. Und auch der Mokri-Shop. Nebenbei habe ich auch noch vergessen. Ah ja, eine neue Fertigkeit haben wir auch noch. Sportsfreund, ja, das schalten wir auch gleich frei. Können wir höher springen damit. Doch Donald was. Oder Goofy. Nope. Alle. Ja, ich habe nebenbei auch noch den Zauberstab Plus bekommen. Der ist so ziemlich wie der Standard-Zauberstab, allerdings mit einem Feuerboost. Ist ähnlich wie das Ritterschild Plus. Aber nichts Besonderes. Schon schade. Aber was soll's. Ach ja, jetzt haben wir neue Magie drauf. Oh, schwierig. Das muss man an der Situation anpassen. Vor allem, wie ich jetzt meine Kurzbefehle halten soll. Ich meine, Vita-Zauber muss immer dabei sein. Hm.
schätze mal, ich werde hier mal... Was habe ich mit Blitz verwendet? Mit welchem Knopf damals? Also mit Dreieck, weiß ich, habe ich jetzt mal Eis verwendet. Sollte ich auch mal tun. Dafür sollte ich Blitz auf den Kreis legen. Ja, so machen wir das. Dafür lege ich hier Wasser rein. Und Eis. Und Kurzbefehle 3 mache ich Blitz und Wasser. Ja, so kann ich es machen. Ah ja. So. Boah, nicht schlecht. So, was ist hier? Wir könnten uns diese Coupon-Münze... Kaufen wir uns eine. Hm. Achso, das sind bereits fertige Speisen hier. Ich dachte, das sind Zutaten. Hm. Kaufe ich mir 5 Stück Trüffel hier. Und, 5 Stück Marcel. Verdammt, ey. 5 Stück Seezungen. Hm. Der Krafttrink wäre auch was für Goofy eigentlich. Vielleicht sollte ich auch den anderen mal ein Schild, vielleicht sollte ich auch Goofy mal ein Schildgürtel geben hier. So, was für Zutaten habe ich noch? Gibt's auch Quote, sonst nichts wirklich. Okay. Wenn er mehr als einen Ring braucht, gebe ich ihm noch einen Krafttrink zusätzlich. Dann dürfte das so passen, aus meiner Sicht. Oh, Freudenstein. Oh Mann, da wurde einiges hinzugefügt. Neue Items zum Schmieden freigeschaltet. Blitzspange. Ja. Aber für die Plus-Varianten von den aktuellen Waffen, die wir haben, fehlt uns jeweils noch ein Mithril-Tropfen. Da fehlen uns gleich 2. Also 3 gleich, wollte ich sagen. Sorry. Ah, eine Preispostkaste. Okay. Ja, ich hoffe, wir kommen da wieder zurück. Also storybedingt. Und wenn nicht, dann gehe ich halt mal optional zurück. Auf jeden Fall haben wir eine weitere Postkarte. So. Okay, jetzt bin ich also vollgeheilt. Jetzt können wir hier weitermachen. Ich glaube, wir sollten hier noch zum Abschluss ein paar Herzlose hier bebashen, wenn wir schon dabei sind. Sollen die nur kommen? Ich fürchte sie nicht. Play Plus out now, huh? Ja, das ist natürlich eine Spielhalle. Oh, da ist er. Wow! Ja, erwischt er mich schon. Der Nahkampf-Fuzzi. What the hell? Was ist zum Teufel? Da werde ich einfach ins untere Stockwerk geworfen hier. Super. Wollte ich eigentlich nicht auf diese Weise hier unten landen, aber okay. Sarge, roll call. Sir, yes, sir. Roll call. Alto is falling. Sarge, army men times 4. Ham, aliens, 1, 2, 3. Wait, where's Rex? He took off. Said he wanted to prove to you you could trust Sora. He's up there by the video games. Well, here we go again. Huh? This is about us? He's not safe. The Heartless are out there. You're right. Sora. Donald. Goofy. Any chance you could help us one last time? Sure!
Thanks, guys. Pam said Rex was in the video game section. Okay, da waren wir auch gerade eben vorbeigekommen. Und übrigens, wenn jedes Mal, wenn sie Sora, Donald und Goofy sagen, dann solltet ihr mal... Da ist der Kraftring. Aber das würde dann die FP wieder runtersetzen. Schade, er kann nur einen einzigen. Dafür... Boah, da bräuchte ich noch einen zweiten Schildgürtel. Um dem gerecht zu werden hier. Wie steht's eigentlich mit Woody und Buzz? Die könnten auch vielleicht ein bisschen Ausrüstung gebrauchen. Weil guck sie das an, die sind leer hier. Die haben gar nichts. Aber ich meine, die sind da auch nur für diese Welt exklusive Partymitglieder. Also... Es ist jetzt nicht wirklich schlimm, wenn ich sie jetzt da rauslasse. Ich denke mal nicht. So, zurück ins dritte Stockwerk. Ich wurde da einfach mal runtergeschlagen. Kann man das fassen? Dieser verdammte Robo-Heini. So, hier. Da hält er sich ja gerade auf. Aber der Herzlose wird das büßen. Dem will ich es noch zeigen. Okay, bin ich erstmal vollgeheilt. Okay, wenn ich den Herzlosen das nächste Mal begegne, die werden ihr blaues Wunder erleben. Einfach mich runterschmeißen da. Da sind sie wieder. Diesmal. Nee, oh, das ist doch nicht wahr. Da weiche ich vorher noch raus, denke mir. Ja, nee, du kriegst mir nicht diesmal. Alter Schwede. So, ich glaube, das war der Abschlussangriff, von dem ich geredet habe. Ja, und auch noch dazu Donald. So. Jetzt aber. Und das wär's mit dir. Stell mal gleich in den Roboter. Und dann gehen wir hier ein Videospiel gleich mit ihm. I never looked this good. The clothes kind of match. Huh? Hmm? What do you know? They are video game figures. See? I told you, Buzz. They're toys. Just like the rest of us. Well, I suppose. Donald, I thought your magic decided how I look. Explain. Simple, that's not new. Say, Riku would make a great action figure. Must be him. No, it's me. I've got the black clothes and, So what? All right, everyone. Now that we're back together, it's time to return to Andy's room. Now? But can't I at least check the strategy guides? I want to know how to beat Bahamut! Next time. Right now, we need to go home. Oh, but you needn't rush off. Xehanort! I have more to observe.
I can't let you leave yet. It's us that you really want. Leave the others out of this. You would say that, Champion of Light. Very well. Let's skip to the final stage. Buzz? What's the matter? Come on, Buzz. Quit fooling around. I can't believe it. Buzz has been taken over? What did you do to him? I thought I made it clear. I am testing the strength of their bonds. In this world, toys have hearts. And those hearts come from a powerful bond. So what happens when those bonds are stretched to their limit? When they are worlds apart, can cloth and plastic hold on to their hearts? All I needed was a wedge to widen the divide. Someone like you to fill them with distrust and doubt. And that chasm you created can be filled with a vast darkness. Witness it for yourself. Do something! On my way! Not this time. Where am I? Haven't you heard? In this world, you come from a video game. So now you can watch my experiment from inside that screen. That is, if you manage to find a moment's rest. There's got to be a way out. Buzz, Woody, hang on. Aber diese Spielchen machen wir im nächsten Part. Oh mein Gott! Okay, alle Geigerspielzeugroboter bezwingen? Ja. Aber wow, Buzz konnte tatsächlich übernommen werden? Hätte nicht gedacht, dass es doch noch klappt kann. Der arme Kerl, ich dachte, sein Herz wäre zu stark dafür. Na dann, müssen wir uns ranhalten ab dem nächsten Part. Und ja, wenn man es gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Und dann sind sie bei Miss Mich. Ich hoffe, es sei dann wieder mit bei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer CrossRotificDinnen. Bis zum nächsten Mal von Let's Play Kingdom Hearts 3. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.